Und herzlich willkommen zurück bei Amnesia, dem wohl gruseligsten Spiel auf dieser Erde. Wir sind gerade schon ein Stückchen weiter, wie ihr seht. Wir sind aus dem Haus raus. Wie ihr Und seht, das ist unser Charakter, das ist der Daniel. ja, jetzt müssen wir uns hier natürlich erstmal ein bisschen umschauen. Oh, Stables. Ein Monster. Aber es hat mich zum Glück noch nicht Schleich gesehen. dich mal an. Ich schleiche mich mal an. Ah, sehr schön, es sieht mich nicht, es dreht sich um. Ich versuche mal, ob ich das Monster besteigen kann von hinten. Ja, probier's mal. Und es läuft zumindest weg. Vielleicht hat es auch Angst vor mir. Probier's mal. Ah, Ich da hast du jedenfalls eine tue Funktion. mich jetzt mal ein bisschen versuchen, an das Monster anzuschmeicheln, anzuschmiegen. Es ist mir sehr. Oh! Oh! Also ich glaube, jetzt kann ich es besteigen Besteig's mal, nach ja. diesen Herzchen. Oh, jawohl, Oh jetzt mein hast du Gott! ihn. Perfekt. Also jetzt glaube ich, haben wir auch eine wundersame Waffe gefunden. Meine Sanity ist zum Glück noch relativ weit oben, habe ich das Gefühl zumindest. Schau mal ins Inventar, bitte. Ja, schauen wir mal kurz rein. Ich habe auch einige Items gefunden, wie man gerade sieht. Also hier einen Sattel oder dieses etwas. Ich denke mal, das wird so eine Art Presslufthammer sein. Ja. Dieses längliche vibrierende Teil. Dieses rosa Ding da. Ja, genau. Okay. Naja, gut. Gut. Schauen wir mal in dieses Gebäude rein, in diese Tür. Okay. Es lädt. Ah ja, okay. Ah, hier kannst du deinen, Wie weißt du. man hier oben sieht, jetzt weiß ich nicht genau, wenn ihr mal jetzt ganz genau hierher schaut, dann werdet ihr. So, Okay. gut. Das war natürlich nicht wirklich Amnesia, wer es noch nicht erraten hat. Nee, Spaß beiseite, wir machen jetzt weiter. Yep. Falls euch unser kleines Gimmick hier aus dem Konzept gebracht hat, wir sind gerade in der Küche, wo wir frisch einem Monster entflohen sind. Und jetzt machen wir mal weiter. Ja. Domi, du hast ein Auge auf die Uhr. Ich habe ein Auge auf die Uhr. Sehr schön. Ach Gott, stimmt, da ging es ja auch noch einen Gang entlang. Ah, genau, das muss ja alles aufätzen, ne? Ah, das ist die andere Seite. Ah, okay. Colina. Da war's, ja, die Küche. Und da Ja. hinten. Meine Items sind weg. Wer hätte es gedacht? Ja. Ach ja, Shisha. Ja, Fossi versauert, bitteschön. Dankeschön. So. Ich habe keine Lust, wieder auf Monster zu treffen. Was war das? Ein Pop. Noch eins. Kopf mag ich nicht. Gerade oben jemand was gerufen? Help me? Nö. Küche? Das Shisha-Blubbern macht mich voll kirre. Ja, sorry. Tok. Der möchte, dass du die Tür öffnest, Mensch. Der schaut gesund aus. Ich glaube, der ist gerade eben gestorben. Ich glaube, der ruht sich nur aus. Nein, Nackedei! Ja. Was zum. Ja, ich Ah, hatte es okay. auch gerade gedacht, ja. Was macht der Alexander nur mit seinen Gefangenen, ne? He should have known better. Ich glaube, ich fülle mal kurz nach, weil ich es kann, weil ich so viel habe. Türen sind nicht deine Freunde, ich merk's schon. Waren sie aber noch nie in dem Spiel. Zettelchen. Da liegt was. 3. August 1839.
I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Yep, yep, yep. Jetzt müsste ein Viech kommen. Ich kann mich hier nicht verstecken. Ja, und musstest du das jetzt verschreien? Ich hätte jetzt so gelacht, wenn das da drin wäre. Oh Gott! Wenn es jetzt der Kopf die Tür einschlägt, ne? Ich hör's. Das schlägt. Oh Gott, Scheiße. Welche? Ach du Scheiße. Was machst du jetzt? Du rennst, oder? Oh oh. Fucking. Oh my fucking. Bleib bloß. Oh Gott. Das soll bloß draußen bleiben. Es geht weg. Oder? Bleib da. Beobachte. Warte! Schau dir lieber diesen Hintern von diesem Toten an. Ich glaube, der ist jetzt gerade spannender wie dieses Viech. Uah. Den scheint es nicht zu kümmern. Ich stehe natürlich direkt im Licht. Oh. Ich warte wieder, bis die. Ich glaube, die Musik, das ist ein guter Anhaltspunkt. Es hat nur die Tür eingeschlagen, also. Parallax-Mapping. Mein Gott. Willst du mal wagen, rauszuschauen? Ich warte mal kurz, bis die Musik wieder ein bisschen ruhig ist. Irritiert nämlich dieser Arsch. Ich kann ja wegschauen. Ich will jetzt, dass da seine Sanity nicht runtergeht. Ich höre auf jeden Fall nichts mehr. Zwischendurch, da steht's. Okay. Mann, hey. Alter. Alles klar. Is he safe? Well, it's for his own good. Okay. Ich höre was rasseln. Da geht's dann, glaube ich, weiter. Soon we'll be ready. Jetzt habe ich eine Tinderbox. Let there be enough time. Aber in a very poor condition. Ja, ich glaube, das sagt uns jetzt, wir brauchen die... Na, sag's mir. Nee. Genau, the gate leading out of this area is locked by a one padlock. Ich glaube, da brauchen wir die Säure, ja. Ja. Benzin habe ich noch. Aber okay. Ich glaube, das Essen ist fertig. Ja, ich schau mal kurz nach meinem Essen. Wir sind, wie immer, gleich wieder da. Jo.